Wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das nächste Thema, um ein das nächste kleine Tutorial. Was heißt Tutorial? Es ist eigentlich kein Tutorial, sondern eine grobe Erklärung, wie ich es mache. Es geht heute um das Thema Zeitplan erstellen. Zeitplanerstellung ist eine der, sag ich mal, wichtigen Sachen, die ich überhaupt so auf YouTube, Twitch, sobald man irgendwas mit sozialen Medien, Auftrag, Arbeit und Co. erstellt. Auch ich habe echt immer wieder zu kämpfen, dass ich einfach meine Zeitpläne einfach sich so durcheinander schmeißen, da ich teilweise Sachen viel zu spät anfange, aber manchmal auch Sachen super früh schon fertig habe. Es ist immer so eine Schwierigkeit, dich so umzusetzen. Ich bin eigentlich einer, ich fand lieber früh genug an, dann habe ich hinterher da relativ wenig Stress noch. Aktuell ist bei mir so, ich komme aktuell Veranstaltungen, die schmeißen ein bisschen den ganzen Zeitplan ein bisschen rein. Ich versuche das dabei schon ein bisschen zu korrigieren. Das ist nicht immer so ganz einfach. Darum habe ich eine Tabelle, die im Sendenzeitenplan auf, die man sich ja einsehen kann auf YouTube. Und da sind eben alle meine wichtigen Daten drin, die ich ihn brauche, um hier bei YouTube sinnvoll planen zu können. Am Montag kommt nur der Woche, am Dienstag Gaming, Mittwoch ein Vlogging, dann wieder Gaming, dann wieder Vlogging, dann wieder Gaming und Vlogging und dann wieder nur der Woche. Und somit schaffe ich es eigentlich relativ sehr gut, auch wenn ich mal Stress habe, den Überblick zu bekommen. Vielleicht ist meine Excel-Tabelle nicht gerade die schönste, vielleicht auch nicht die unübersichtliche Excel-Tabelle. Da gibt es vielleicht auch bessere wie diese hier. Da gibt es dann einfache 3 Farben, 4 Farben, Weiß, Rot, Gelb und Grün. Weiß heißt, ist noch nichts passiert, wurde noch keine Aufnahmen gemacht. Rot heißt, ich habe das Material aufgenommen, oder ich habe das Material bei mir, kam echt an. Gelb heißt, er ist aus dem Schnitt fertig und kann als nächstes auf dem Kanal YouTube-Kanal hochgeladen werden. Und grün heißt, jo, er ist oben, alles ist fertig. Somit lege ich da dahinter dann auch, dann weiß ich, okay, das sind seine Zeiten. Wenn irgendwie was verschiebt, dann kann er mich mal ansprechen. Oder wenn ich mal verdächtigen sollte, hier ein Video hochzuladen, dann kann der Kollege mich anfragen und fragen, Kollege, hier ist noch auf Rot oder Gelb, ist das hier wirklich noch nicht hochgeladen? Dann sehe ich, oh ja, danke für die Information.
So habe ich grob die Zeitpläne, die ich eben brauche. Zum Beispiel jeden Montag bin ich ja live auf Twitch. Das ist auch sowas, das ist eine Redemäßigkeit. Ich würde euch empfehlen, einfach auch so einen Kalender zu erstellen, der nicht zu unübersichtlich ist, aber auch nicht wirklich dann einfach ist, sondern einfach so, dass man sich selber darüber einen Überblick hat, dass man einen Rahmen von Terminen hat, Auftrag, was auch immer, und dann einfach damit einfach ein bisschen arbeitet. Weil damit kann ich am besten arbeiten. Daher, ihr habt eine Sache und ihr wollt es bis zu dem Termin X ja fertigstellen. So. Und das klappt dadurch auch sehr gut, weil ich einfach weiß, jo, das sind die Termine. Natürlich gibt es mal ein, zwei Termine, die mal nicht wirklich eingehalten werden. Passiert. Auch passiert bei mir auch. Aber das lasse ich mir dann in dem Fall auch nicht anmerken. Zur Not kommt da ein, zwei Tage später. Davon geht die Welt auch nicht unter. Zeitpläne gibt es überall. Ja, besonders wenn man ein bisschen mit Organisation zu tun hat, ist sowas eben sinnvoll, weil ihr und ich haben nicht immer super viel Zeit und ihr wollt ja so viel wie möglich machen, lernen, und somit sage ich für euch, baut euch einen kleinen Zeitplan, stellt euch die Frage, wann soll ich fertig sein, wann soll ich veröffentlicht werden, und bis wann gebt ihr euch selber die Möglichkeit, bis ich fertig sein soll. Ja. Wie so ein Zeitplan aufgebaut ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe euch hier mal zwei Beispiele genannt, womit ich arbeite, aber wie das bei euch ist, das ist dann wieder komplett was anderes. Ich hoffe mal, ich konnte euch bei den Zeitplänen helfen, mal ein bisschen einen Überblick befinden, wie sowas genau aufgebaut ist. Und somit sage ich einfach nur, mach gut, bleib gesund. Zeitplan ist das A und das O. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Schönen Tag. Tschüss.